Armin Ebenhöhe unterwegs und jetzt auch Dominik Schlock, der glaubt, dass er wechselt. Inzwischen so viel in orangen Polos von hier. Also Armin Ebenhöhe ist der zweite Punkt. Noch einer Saison, ein Mittelberger Spiel Rocco, Sequenzentscheid. Das Stetten in der Rhön, der 21 Jahre junge Salzburg-Katholiker auf dem 8. Liga Schneider-Polo. Ja, Stichwort 8. Liga, ich glaube auch, dass die gekennzeichnet sind durch die 12-62. Damit liegt er vorne in der Klasse vor Jürgen Hitzberger und vor Tobi Stegmann. Und die beiden, das haben wir ja schon festgestellt, Walter Punkt im Ziel, eine Minute ab. Auf der Piste unterwegs und es ist das Auto von Markus Hülsmann, der Kfz-Meister und Ausbildungsmitarbeiter im Prinzip für Werkstattausrüstungen. Er ja auch umgestiegen und er ist effektiver. Er hat kein Upgrade sein gelernt des Motorsports im Slalom von der Picke auf, von der Klasse G6 hat sich mit ganz ihren neuen Autos beginnen. Aber auch das war bei dem VW Polo und damals war es wenn sie wieder bayerische Automobil-Slalom-Meister, die Zielzeit für Armin Ebenhöhe ist eine 1.13.41, ne, die 1.13.41 für Dominik Schlosser, Armin Ebenhöhe, 1.13.28, also hier geht es auch ganz, ganz knapp zu auf den einzelnen dort als Abteilungsleiter tätig ist. Und Markus Hülsmann ist im Ziel mit dem 16-Ventiler Gold, mit dem weißen Auto noch eine 16.28. Der sehr eigene Pokale und eigenes Preisgeld gibt mit dem Rammbruder. Zweimal war der Tram der schnellere in dieser Saison beim Abgang von Gott und dann auch einmal in Düsseldorf. Gestern im Training war der Kitz ab und ab vor dem Rammbruder. Schnelle Zeit. Es ist die zweitschnellste des heutigen Vormittages von Frank Lohmann von der Gruppe 4 im Rückenstein im Polo 1.10.47. Und zwei ist dann unterwegs. Ventiler im Auto von Armin Ebenhöhe und der hat gemeinsam eingeschrieben in den KW-Werkstatt 2017, in der Saison sich befindet. Franz Weißner.